Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Euer Lieblings-Vocal-Coach ist am Start und heute habe ich für euch 3 Tipps, wie ihr schöner singen könnt. Wer Lust auf professionellen Gesangsunterricht hat, der schaut mal am besten rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Bei uns sind DSDS-Teilnehmer, The Voice-Gewinner, The Voice-Kids-Teilnehmer mit in unserem Team dabei. Wir haben auch zuletzt das Model Anna Pavaga in unserem Team. Schaut doch mal rein in unsere Schüler-Testimonials. Bucht ein Einführungsgespräch mit mir kostenfrei und steigt ein in unser starke Stimme-Coaching-Programm. Ja, Tipp Nummer 1 ist das Volume und zwar die Lautstärke. Ganz viele Anfänger, die bei uns hier loslegen, die können ihre Lautstärke nicht kontrollieren. Die stehen oftmals unter Druck, die wollen sich zeigen, die wollen schnell zeigen, was sie alles können. Und dann starten sie wirklich von 0 auf 100, ohne den Song eigentlich richtig aufzubauen. Ich mache das mal mit Happy Birthday. Und zwar viele starten mit Happy Birthday to you. Wow, und alle so... Das ist viel zu laut gewesen und auch für die Zuhörer eigentlich sehr unangenehm. Lautstärke ist für viele sehr unangenehm. Das kann teilweise einem echt entgegenschleudern. Und hier ist auch die Kunst beim schönen Singen, und zwar die Lautstärke, das Volumen zu navigieren. Und das hat was mit Luft zu tun, mit Atmung. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wie es dann schöner klingen würde. Happy Birthday to you. Das war eine mittlere Lautstärke. Wenn ich zusätzlich noch richtig versiert bin im Singen, kann ich mit Crescendo, Decrescendo arbeiten. Das klingt dann ungefähr so. Happy Birthday to you. Das heißt, ich spiele so ein bisschen mit meinem Volumen, ja? Das heißt, mit Crescendo, Decrescendo arbeiten ist wirklich, wirklich wichtig. Anstatt I könnt ihr I'm gonna sway, sway, sway. Und dann leiser werden. Ihr könnt sogar noch, ja, noch leiser starten und noch lauter werden. Nummer zwei ist melodisch singen. Und zwar melodisch einmal durchsingen in schönen, langen Phrasen. Die Sätze miteinander verbunden. Ganz häufig bewegen wir uns ja so 2020. 2021 ist ja sehr viel Sprachgesang, gerade im deutschsprachigen Raum. Ja. Aber ich gebe jetzt mal so ein kleines Beispiel für Sprachgesang und schön durchgesungen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ja, ist auch nicht schlecht, ist auch cool und auch eine Möglichkeit. Aber finde ich ein bisschen teilweise so, ja, kommt auch drauf an. Aber schöner singen würde ich jetzt sagen, definitiv melodisch. Happy Birthday to you. Happy. Ja, und es fühlt sich mehr geschwungener an, mehr verbunden. Ja, weil man einfach richtig schön lange aussingen kann. Man kann es am Ende auch noch mit ein bisschen Vibrato unterstützen und dann klingt das viel abgerundeter. Nummer 3 ist die Vokalmodifizierung und ganz häufig habe ich schon Videos gemacht auf meinem Kanal. Schaut mal unter der Rubrik Vokale modifizieren oder wie singe ich. Da habe ich ganz viele etliche Videos. Da geht es halt darum, den Vokal zu modifizieren, zu formen, so wie wir ihn beim Singen benutzen würden. Ja, wir sprechen die Sachen nicht so aus, wie wir sie singen. Ja, wir singen die Sachen nicht so, wie wir sie sprechen. Das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Und heute hatte ich eine Schülerin heute Morgen, die hat Prisoner gesungen von Miley Cyrus. Das beste Beispiel war, dass sie Prisoner, Prisoner, locked up, can get you off my mind, off my mind. Ja, nicht nur, dass sie da nicht energetisch genug war. Ja, sie hat gar keine Power gehabt. Das ist nämlich auch Teil von schönen Singen, ist energetisch sein. Und das andere ist für mich auch mitunter, dass man da die Vokale modifiziert. Und zwar prisoner, locked up. Und zwar nicht up, sondern up. Can get you off my mind. Prisoner, prisoner, locked up, up. Can get you off my mind, off my mind. Ja, und da bin ich nicht mind, sondern mind. Und nicht mind. Also ihr hört da schon den Unterschied. Und das muss man eigentlich fast in jeder Strophe machen. Das ist genauso, wie wenn ich Adele jetzt singe. Mal mein bestes Beispiel. Set fire to the rain. And I set fire to the rain,
Rain, rain. Da öffnet es sich auf A. Rain und nicht rain. Wir singen keine Is, ja. Die klingen oftmals auch sehr nasal und gedrückt und die sind einfach nicht offen und klar wie ein A zum Beispiel. Ja, meine Lieben, ich hoffe, meine Quick-Tipps haben euch gefallen. Schaut doch mal in meine unzähligen anderen Videos rein, die wir hier gemacht haben. Wir sind auf Instagram auch und dort geben wir Tipps und Tricks, zeigen unsere Schüler, zeigen ganz viel aus unserem Gesangsalltag und ich freue mich, euch da auch zu sehen. Daumen hoch, Abonnement und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gerne in Zukunft noch alles sehen möchtet. So, es ist euer Vocal Coach Tanja Levy und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut doch mal hier rein, The Voice Gewinnerin, ja? Ich habe die gecoacht, yes, jetzt kommt mal da rein. Und hier habt ihr auch nochmal meine Lieblingstipps für euch.